Ich hätte schon viel früher zu Ihnen kommen sollen. Aber den Satz hören Sie sicher öfter, stimmt's? Ich kann's verstehen. Darmspiegelungen stehen nun mal nicht gerade auf der Top-10-Liste der beliebtesten Freizeitbeschäftigung. So, und jetzt, soweit es geht, entspannen, damit ich den Enddarm abtasten kann, ja? Alles klar. So. Dr. Rieler, Entschuldigung, aber ich hatte für den abgebrochenen Garderobenhaken Sekundenkleber gekauft. Wissen Sie, wo der ist? Ich hab's hiermit versucht, aber das ist nur Gleitgel. Wenn er Hunger hat, einfach ein Fläschchen machen mit dem Milchpulver. Und wo finde ich das? Milchpulver ist hier im Schrank. Am besten nimmst du die 2er Folgemilch, dann schläft er auf jeden Fall durch. Okay, weiß ich Bescheid. So, und natriumarmes Wasser haben wir hier drüben. Bitte immer darauf achten, dass es nicht zu heiß ist. Immer erst vorher kurz mit dem Ellbogen testen, ja? Okay. Und Ihnen macht es wirklich nichts aus, dass ich gar keine Erfahrung habe als Babysitterin? Was? Nein, absolut nicht. Ach, Quatsch. Nein, nein. Irgendwann muss man ja mal anfangen. Sie schaffen das schon. Was ist, wenn er doch noch mal aufwacht? Dann hat er wahrscheinlich nur seinen Schnuller verloren. Dann den Schnuller einfach wieder zurück ins München. Vielleicht noch mal die Spieluhr aufziehen. Dann kennt er schon. Kann ich Sie trotzdem irgendwie erreichen, wenn was ist? Ah, ja. Ich habe Ihnen hier die Handynummer von meinem Ex-Freund aufgeschrieben. Wenn irgendwas ist, he's the man. Und Ihre Handynummer? Das ist gerade ganz blöd. Ich habe den Anbieter gewechselt und irgendwie haben die Nummer noch nicht freigeschaltet. Ich rufe dann einfach dann und wann hier an, okay? Als ich es heute Nachmittag versucht habe, war die Leitung aber tot. Stimmt. Dann eben auf dem Handy. Meine Nummer haben Sie noch? Bestimmt. Sonst kriege ich die irgendwie raus. Oh! Nur falls was ist, können Sie mir noch sagen, in welchem Kino Sie sind? Kino? Achso, ich bin im Metropol. Alles klar. Ja. Dann weiß ich Bescheid. Ja. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Oh, ist dir der Schnulli rausgefallen? Ja. Die Mama kommt gleich wieder. Ich bin ja mal sehr gespannt, wen ihr uns jetzt vorsetzt. Komm. Schlimmer als Herr Dr. Ruthard Langer kann sie nicht sein. Stimmt. Meine Herren, bitte setzen Sie sich wieder. Wir haben viel zu tun. Prinz Gerfried, mach Sitz. So ist brav. Wie Sie wissen, bin ich von der Zentrale als neue Bereichsleiterin hier in Frankfurt eingesetzt worden. Was Sie allerdings nicht wissen konnten, ist, dass ich über ein kleines Handicap verfüge. Ich höre nicht so gut. Lassen Sie sich davon nicht irritieren. Nur weil ich Sie nicht so gut höre, heißt das noch lange nicht, dass ich Sie nicht verstehe. Ich nehme alles zurück. Das habe ich mitbekommen. Wie ist Ihr Name? Christian Gut, aber ich habe gar nichts gesagt. Mit Ihnen habe ich ja gar nicht geredet. Sie meine ich. Ich meine dich. Ich? Natürlich Sie. Auf wen zeige ich denn? Ihr Name? Jens Borowski. So, Frau Schawinski. Damit das mal ganz klar ist. Ich mag zwar schwerhörig sein, aber ich bin nicht dumm. Da können Sie gerne Ihre Stimme verstellen, aber ich weiß ganz genau, wer hier was macht. Ja. Ja, das ist mir natürlich klar. Da ich wegen meiner Behinderung ab und an auf Unterstützung angewiesen bin, habe ich einen persönlichen Assistenten eingestellt. Wenn ich ihn jetzt gleich hereinrufe, dann würde ich Sie jetzt schon bitten, jede Bemerkung zu unterlassen und ihn ganz normal zu behandeln. Habe ich mich da klar ausgedrückt? Ja. Ja, klar. Ja. Wie schön. Herr Eisenschmidt, kommen Sie doch bitte kurz in den Konferenzraum. Meine Herren, das ist Herr Eisenschmidt. Guten Tag. Ja, ja, jetzt sind Sie baff. Schade, dass ich jetzt nicht hören kann, was Sie für Gesichter machen. Sie machen doch komische Gesichter, oder? Ja. 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 Mhm. Und zu Recht, denn inzwischen ist Ihnen sicher aufgefallen, unser Herr Eisenschmidt ist unsichtbar. Oder haben Sie das etwa gar nicht bemerkt? Na, doch, doch. Ja. Obwohl er neben mir steht, kann ich durch ihn hindurchgreifen. Und wenn ich mein Glas auf seinen Kopf stelle,
Fällt es durch ihn hindurch. Ja, so ist das nun mal mit Unsichtbaren. Und genau deswegen habe ich ihn eingestellt. Er wird sie nämlich Tag und Nacht beobachten, ohne dass sie es merkt. Noch Fragen? Also keine Fragen. Gut, dann würde ich vorschlagen, Sie gehen jetzt wieder an die Arbeit. Und Herr Eisenschmidt wird dabei ein Auge auf Sie werfen. Ich gehe mal kurz mit Prinz Fairfried in den Park und werde ein paar Stöckchen werfen. Also, bis später. Okay, die Irre ist erstmal beschäftigt. Ich würde sagen, wir machen Mittag, oder? Das habe ich gesehen. Sie sind alle.